Moin meine Freunde der musikalischen Unterhaltung, was geht ab? Hier ist euer DJ. Seven. Und ich habe jetzt mal sofort eine Frage. Ihr habt schon mitbekommen, dass RTL U, das Projekt von RTL Luxemburg, jetzt gleich wirklich ernst wird und richtig anfängt. Da mache ich die gleichen Vlogs, aber auf Luxemburg. So, meine Frage ist, soll ich diesen Kanal weitermachen und auch Vlogs weiter auf Deutsch machen? Oder soll ich mich nur auf RTL U konzentrieren und da die Vlogs auf Luxemburgisch machen? Weil was ich noch nicht wusste, RTL U, die Videos, die ich da produziere, kommen auch im September im Fernsehprogramm. Deswegen ist es meine Frage, soll ich die zwei Kanäle weiterführen oder nur einer? Schreibt es mir unten in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier gerade in Klausen angekommen, in Riefke Klausen in Luxemburgstadt. Und jetzt gehen wir in den Till Club. Let's go. So, und hier Ready im Türkei. Und ich habe heute jemanden dabei. Heute unterstütze ich meine Freundin Sunny. Wir sind zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen.
Einen wunderschönen guten Samstagmittag, meine Freunde. Wir sind schon wieder auf dem Sprung, weil jetzt geht's nach Schifflingen auf das International Street Food Festival mit Eldo Radio. Bin ich da und vielleicht mache ich auch wieder den Eldo Chico. Zu 90%. Weil ich hab wieder Bock. Let's go! Gerade in Schifflange oder Schifflingen, keine Ahnung wie man das auf Deutsch nennt, angekommen. Und jetzt gehen wir auf das International Street Food Festival. Here we go! So, das war die erste Runde im Eldo Radio Chico und jetzt gehe ich mal schauen, was die Food Trucks hier alles so zu bieten haben. Ich bin Hunger. Walking on sunshine. Oh. So, und jetzt machen wir Chico Runde Nummer 2. Let's go. So, und das war's. Aus dem Kostüm vom Eldo Chico und auch gleichzeitig von dem Sweet Food Festival. Und jetzt geht's weiter in den Blondes Club. So, und hier im Blondes Club hinter mir seht ihr DJ C-Duo. Heute heißt es Welcome to España. Und ich glaube, heute wird echt gerockt. Und ab geht die Post. So, und das war's aus dem Blondes Club. Und wie ihr es schon seht, es ist hell draußen. Wir haben, für genau zu sein, 6:30 morgens. Aber ich würde mal sagen, das ist der normale Rhythmus von einem DJ in der Sommerzeit. So, und hier ist wieder euer Seven im Videoschnitt und ich merke, ich habe schon wieder vergessen zu sagen, wo ihr mich dieses Wochenende oder diese Woche finden könnt, weil ich fange schon am Mittwoch an. Wenn ihr das Video am Erscheinungsdatum seht, dann bin ich abends im Blondes Club zusammen mit DJ Sidu und DJ Now. Da heißt es Black Latino oder Black Latina, weil am Donnerstag ist Feiertag in Deutschland. Dann am Freitag findet ihr mich im Gymnas von 2 Uhr und später dann im Blondes Club. Und am Samstag ist der große Tag, da habe ich meine eine Party, die ich organisiere im Gymnas. Die Wave After Wave, also speziell an die Leute, die die Musikrichtung Drum Bass, Dubstep und Basshouse feiern. Alle ins Gymnas, die DJs sind DJ DMB, Danny Gold und iHexer. Wie gesagt, ich organisiere das Ganze, also würde es mich freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheinen würdet und wir da einen riesen Wave starten. So, und das war's jetzt, wo ihr mich in diese Woche finden könnt. Und weiter geht's mit der Verabschiedung. Und bis nächste Woche.
Bye. Ciao. Und tschüss. Hat schon ist so ein Satz wie Let's rock this shit. Oh, Wakedance. Uiuiui. Heftigster Wakedance in ganz Saarland. So, yeah. Das war's, Digga.